Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4, wo wir jetzt, also allein die Musik sagt schon, dass es dem Ende zugeht. So, Leute. Es ist, wie es ist. Wir müssen nach Dorten. Okay, wie komme ich da hin? Ob ich da mit einem Auto hinkomme? Ich muss mal auf die Map gucken. Ja. Und irgendjemand hat gerade bei Steam geschrieben. Leute, ich bin busy. So, hier gibt es keinen Weg-Dings. Diesen Weg muss ich allein gehen. Mal sehen, wie gut ich fahren kann hier, hör mal. Allein gefahren bin ich ja hier noch nicht bisher. Keine Ahnung, welcher Depp da in Steam gerade schreibt. Die meisten wissen eigentlich, dass Mittwochs Aufnahmetag ist. Yeah, yeah, die Mucke, Alter, die Mucke. Yo, yo. Copyright-Verletzung, die Folge wird ohne Ton sein, pass auf, du. Nein, das hatte ich erst bei einer Folge FIFA. Ansonsten hatte ich das bei noch gar nicht jetzt so. Zuletzt. Sieht schon so endgültig aus, so diese letzte Straße, die mich zu Pagan führt. Hoffe ich. Der königliche Palast. Oh Leute, jetzt geht es um die Wurst. Aber mal sowas von. Kann ich aber nicht hin, schade. Boah, ich will gar nicht. Ich habe Angst. Wer weiß, was mich da erwartet jetzt. Sicherlich viel Terror. Konfrontiere Pagan. Was heißt hier, konfrontiere Pagan, Junge? Erstmal anklopfen. Hallo, was los? Hey, Pagi. Komm rein. Ja, bin doch schon drin. Was ist los? Entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. Das kann sein. So, bevor wir loslegen... Ach. Mit wem spreche ich? Mit deiner Mama. Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Ich bin hier der Verrückte, natürlich. Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Das war lustig. Dachte, genau so. Und was waren meine Worte? Ah. Hätte ich den jetzt eigentlich schon erschießen können? Hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hört, der nicht wartet, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Hey, ist doch gute Scheiße. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Gute Idee. Du hast das ist ein schönes Leben, Digga. Eins, du kannst nicht erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. Kann ich das jetzt echt wählen? Bitteschön. Die Asche kann ich auch hinterher noch verstreuen. Alter, das war's jetzt. Ey, Alter. Wie unspektakulär war denn das jetzt bitte?
Das schneide ich an die andere Folge noch mit dran. Vergesst, was ich gesagt habe, von wegen willkommen zu einer neuen Folge. Pipapo, ich schneide das an die andere mit dran. Okay. Das war ja eine lange Session heute. Eine Folge dann. Oh Mann. Oh, dieses Lied, Alter, das... Ich glaube, das muss ich rausschneiden, das Lied. Bin mir aber nicht sicher. Denk aber schon. Obwohl, Yogi brauchte ich auch nicht rausschneiden. Ich weiß es nicht. Bah. Ah, auf jeden Fall, das war Far Cry 4, meine Freunde. War auf jeden Fall der beste Far Cry-Teil, den ich bisher gespielt habe. Es war ja auch der einzige. Ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Die Kiffer-Missionen haben mich ein bisschen genervt. Ansonsten war es eigentlich durchweg eine geile Sache. Ja. Man kann ja über die Ubisoft-Formel meckern, wie man will, aber es macht halt Spaß. Ich mag solche Spiele. Man hatte Crafting mit drin. Na gut, wirklich Crafting nicht unbedingt. Man konnte sich Spritzen herstellen und die Waffen modifizieren, was ich sehr mag. Natürlich nicht die einzigartigen Waffen, die ich hauptsächlich genutzt habe. Gut, aber davon hatten wir einige. Und wir hatten viel Spaß. Die Story, naja, okay, es geht. Man konnte einige Entscheidungen treffen. Ich frage mich natürlich, was wäre, hätte ich Sabal gewählt? Was wäre, hätte ich ihn gerade nicht erschossen? Aber ich glaube nicht, dass ich das Spiel noch einmal durchspielen werde. Dafür gibt es mir zu wenig Anreiz jetzt irgendwie. Allerdings müsste ich schon irgendwie dann... Ich vermute mal, wir hätten die Asche verstreut und das Spiel wäre Ende. Oder er hätte mich umgebracht und das Spiel wäre zu Ende. Ich weiß es nicht. Denn der dürfte schon ziemlich angepisst gewesen sein, der gute Min. Ich glaube nicht, dass der... Ja, er kam mir doch immer sehr rachsüchtig vor. Und ich glaube nicht, dass er uns einfach so hätte gehen lassen. Ne. Hat Spaß gemacht. Auch Tiere jagen und so. Ja, wir haben alles eingenommen, alle Festungen, alle Außenposten, alle Türme und hatten Spaß. Ich weiß nicht, was als nächstes Let's Play kommt, doch ich weiß es. Das nehme ich aber erst am Freitag auf. Und das werde ich vermutlich in einem Rutsch aufnehmen. Das heißt, das komplette Let's Play dann in einer Aufnahmesession. Weil es soll sehr kurz sein, das Spielchen. 2-3 Stündchen. Ne? Und ansonsten haben wir auch noch Marlow Bricks. Immer 16 Uhr für euch. Ja. Ist jetzt hier mal langsam Schluss mit. Ja. Ja. Hätte ich natürlich gewusst, dass hier. Hätte ich gar keine neue Aufnahme gestartet und so, sondern ich hätte einfach weitergespielt. Ich wusste ja nicht, dass ich da einfach den Weg lang fahre und ihn dann direkt töte. Ich dachte, da kommt jetzt noch megamäßig die coole Sequenz und Action und Geballer. Ja, so unspektakulär kann das Ende sein. War ein bisschen unwürdig, fand ich. Aber okay. Gut, diese eine Festung hier, die wir gerade noch eingenommen haben, vor Mins Tod. Das war schon auch ein bisschen eine Herausforderung, das alles so zu packen. Aber es ging mit den richtigen Waffen. Ja. Aber das haben wir im ganzen Spiel schon gemerkt. Wenn man die richtige Waffe hat, ist eigentlich fast alles easy. Mit der Waffe hier konnten wir sogar Helikopter jetzt vom Himmel holen. Ganz einfach. Also, was will man mehr? Diese Waffe direkt zum Start wäre, glaube ich, ein bisschen zu OP gewesen. Da wären wir einfach durchmarschiert durch das Spiel. Gu Kai Hang hat mitgemacht. Na, das ist ja wunderschön. Ji Wen Jing. Also, das sind Popstars, ja. Das sind Popstars einfach. Dong Xing. Sun Yamin. Ach, wie, also diese ganzen Stars hier zu lesen. Wer sind die Leute? Wang Wen Yan. Ding Yun Mai. Alter, diese Namen. Sind das Ausländer? China West Coast. Ja. Yeah. Oh, Artem. Da sind ein paar Ukrainer, Tschechen, Russen.
irgend sowas mit am Stissel. Auch der Soundtrack war natürlich nice, ne? Einige gute lizenzierte Musik dabei gehabt. Das Spiel Jin. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, durch und durch ein gutes Spiel. Kann man sich geben. Vielleicht spiele ich auch mal noch dieses Far Cry 3 Blood irgendwas durch. Mal gucken. Installiert habe ich es, glaube ich, sogar. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Als Let's Play vermutlich nicht, aber vielleicht mal im Livestream oder so. Nö. Soll ja auch ziemlich geil sein. So, ist dann bald mal... Ich will es nicht überspringen, weil diese ganzen Leute haben an einem tollen Spiel mitgearbeitet. Und verdienen natürlich auch den Respekt. Aber ja, früher waren Credits ein bisschen kürzer. Ja, da haben an so einem Spiel 10, 15 Leute gearbeitet. Und dann war das gut. Jetzt guckst du dir eine halbe Stunde lang Credits an. Jerome Pauwels. Auch und Frank Haut. Florian Köhler. Ja, Wahnsinn. Hier noch die ganzen Sprecher. Martin Kautz, Martin Baden, der Rainer Fritsche und Uschi Hugo. Ja, ist ein schöner Name. Uschi Hugo, den merke ich mir mal. Uschi Hugo, wenn ich mal irgendwo weiblichen Charakter erstelle. Uschi Hugo. Ich glaube, den schreibe ich mir direkt mal auf. Ich schreibe mir den mal auf. Uschi Hugo. Das ist doch, also dieses Spiel, das ist ja Wahnsinn. Wenn wir also irgendwo in dem Spiel mal einen weiblichen Charakter, Uschi Hugo. Hoffentlich merke ich mir das. Haben wir es bald? Ja, ich schreibe auf. Uschi Hugo. Hugo ist eh ein schöner Name, den verwende ich gern. Uschi auch. Bei Dark Souls, Uschi Katana, ne? Uschi, bei mir. Russian Version. Boah, geht jetzt jedes Land durch noch, oder was? Ja. Oh, die Mucke ist cool. Kann man sich mal geben, ne? Ja. Geht die letzte Folge halt knapp 40 Minuten. Ist ja auch mal schön. Macht sich das Rendern wieder fein, weißt du? Hochladen ist kein Problem, aber das Rendern. Alter, das Rendern. Ich lasse die Musik so drin und hoffe, dass die Folge nicht stumm gestellt wird. Jetzt kommen die ganzen unwichtigen Sprachen. Ja, Polnisch. Russisch, Koreanisch, Tschechisch, Spanisch, Finnisch. Ah, Motion Capturing ist auch ganz toll. Voice Talents, Stimmtalente, Alter. Dialektcoaches, Alter. Was an dem Spiel ja alles mitgemacht hat, ne? Das ist Wahnsinn.
Schon wieder Voice Talents. Boom Operators. Für Explosionen oder was? Ein Tutor war auch am Start. Das ist ja unglaublich. Lied 3D, Artist 3D. Wahnsinn. Da ist ja fast eine ganze Folge nur mit Credits hier. Ist ja schlimmer als bei Alan Wake. Da hat es schon lange gedauert. Strategic Partner, irgendwas, Teamlead. Das Synapsen-Team hier, Flying Architects-Team, Atlas-Team, Matrix-Team, Boom Boom-Team. Das sind bestimmt die Booms Boys. Meine Güte. Jetzt ist aber bald mal Schluss. Oasis-Team. Oasis war dabei. Fire Team. Wie Fire Team? Achso, die Leute feuern. Die Gesichtsmacher. Passenger Team, Alter. Motion Team. So viele Teams. Oh, und jetzt die Danksagung. Wir sind bald durch. Qualität. Hier, hier. Es nimmt kein Ende, ne? Also wenn ich gewusst hätte, dass ich da schon durch bin, hätte ich in der letzten Aufnahmesession schon fertig gemacht. Hat es ja gar nicht gelohnt, mir einen Kaffee dafür zu machen. Wahnsinn. Aber ich will das nicht überspringen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gerade tatsächlich schon wieder das zweite Mal durchläuft oder ob hier wirklich so viele Leute dran gearbeitet haben. Das ist ja... Du kannst ja ein Stadion mitfüllen, Alter. Aber hier kommen Finanzen und sowas. Das ist eigentlich so Sachen, die stehen nicht am Anfang, die stehen eher so kurz vor Ende. Aber dann kommen halt doch immer mal wieder so Sachen mit rein, die wieder mit der Produktion zu tun hatten. Ja. Serial Production Manager. Schon wieder Finanzsupport. Schon wieder GNS-Support, Alter. Du bist auf Kiew. Ja, die Ukraine auch am Start. Das ist doch unglaublich, Alter. Ich spreche das echt gleich ab. Das ist ja... Oh, Nikolaus. Der Nikolaus war auch dabei. Nick Yi. Ah, kennt man das Lied? Yi. Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, was ich die ganzen Credits über sagen soll. Die meisten halten ja die Fresse, aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich muss euch unterhalten. Ich muss euch unterhalten. Ich könnte die Namen vorlesen, aber das geht mir zu schnell. Joachim was Ifergan. Spielt der Skyrim mit, oder was? Ich mach mal ein Nickerchen, glaube ich, so lang. Das ist jetzt schon eine Viertelstunde, diese Credits, ne? Was ist denn da los? Germany.
Polen, Skandinavien, Spanien, Schweiz, Ukraine, England, Ukraine. UK ist Ukraine. Ist doch klar, oder? Langsam könnten wir auch zum Ende kommen. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber für die ganzen Promotion-Leute, Specialists. Ja, die Web-Producer und sowas. Jetzt kommt noch das Development-Team. Alter. Läuft das hier echt tausendmal durch? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, vor allem nur das Production-Team, ne? Von den ganzen Studios. Oh, jetzt kommt die lizenzierte Musik, also dann ist wirklich bald Schluss. Oh, Yogi kommt nochmal. Ah, ist ja nice. Na 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 na. Ich mag das Lied schon immer. Ich liebe es. Hippie Shit, Alter. Hippie Shit ist ein schöner Name. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Nach 20 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Hier. Speedtree, yo! Das war's, glaube ich. Das war's mit Far Cry 4. Das war's mit Far Cry 4. Far Cry 4? Fargan ist tot. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Gut, er ist nicht ursprünglich. Hast du Lakshmana gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist doch unwichtig. Nein. Du hast recht. Was zählt, ist Kyrat gemeinsam wieder aufzubauen. Was soll ich gefunden haben? Ich kann jetzt also noch weitermachen? Was gibt's denn jetzt noch? Was mit euch? Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr. Steckst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder bist. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer... Es gibt noch was zu erledigen. Was denn? Offene Rechnungen? Leute umzumieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Was denn nun noch? Okay. Ja, jetzt war es das aber wirklich. Ja, wie gesagt, es ist eine offene Spielwelt. Wir könnten jetzt hier noch machen, was wir wollen. Es ist Open World. Wir können uns jetzt frei bewegen anscheinend. Wir können hier... Es gibt keine Gegner mehr, würde ich sagen. Vielleicht mache ich tatsächlich auch noch so für mich privat ein bisschen weiter. Und versuche doch noch... Es wird aber immer noch geschossen. Versuche doch noch das eine zu schaffen. Das werde ich dann sehen. Vielleicht auch. Ja, Nebenleistung auch nicht. Wir werden sehen, was ich mache. Jedenfalls war es das mit Far Cry 4. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es so sehr gefallen wie mir. Okay. Warum habe ich das gemacht? Warum? Ich mache hier doch eine extra Folge für. Scheiße.
Wo bin ich hier? Was soll das? Warum will ich hier rein? Haben die mich jetzt hier irgendwie... Boah, diese... verfickten Arschlöcher mit ihrem... blöden Scheiß, ne? Ganz ernsthaft. Ich sitze jetzt hier drin fest. Oder was? Nee, zum Glück nicht. Okay, ich bin jetzt einfach nur mal... Was war das jetzt? Was zur Hölle war das jetzt? Ist egal. Alter. Okay, jetzt. Das war's jetzt wirklich mit Far Cry 4. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Wie gesagt, tschüss. Macht's gut. Bis dann.